muss aber sagen, ich bin momentan in so einer Zwickmühle. Vielleicht, Matti würde es freuen wahrscheinlich, wenn nicht. Je nachdem, wie das auskommt, wie das ausgeht. So, was los? Ich bin in so einer beruflichen Zwickmühle. Weil ich habe jetzt. Ich habe jetzt gestern, vorgestern habe ich meinen, da habe ich meinen Vertrag, meinen Folgevertrag bekommen. Ja. So, ich hatte schon kurzzeitig Angst, es ist schon wieder die Verbindung ranzig. Nein, muss ich gerade bloß das Passwort eintippen. Alles Und ja, ne? Das Problem ist halt, ich habe halt dann mit meinem Chef schon gequatscht darüber und ich habe ihm gesagt, also ich habe ihm gesagt, ich muss mir das noch überlegen. Und dann habe ich ihm auch gesagt, dass ich eigentlich aufhören will. So. Und das Problem ist halt jetzt, ich muss mich halt jetzt mit dem Arbeitsamt in Verbindung setzen, weil ich wissen muss, ob, wenn ich jetzt das nicht annehme, ob die mir noch Leistungen zahlen oder nicht. So, das Problem. Oh. Verbindung nicht möglich. Okay, weird. 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 Ich probier's nochmal. Normalerweise komme ich echt rein, sobald ich das Passwort eingeben kann. Und Matti würde es wahrscheinlich freuen, wenn ich noch länger arbeite. Zumindest da. Obwohl er bis jetzt nur einmal vorbeigekommen ist. Spreche eigentlich. Ja. Also das ich stimmt. Hatte ja am Montag auch das Vergnügen durch Laungen durchzufahren, weil ich Matti hinfahren musste, weil sich jeder gedrückt hatte und ich dummerweise daheim war. Ach, du warst aber. Das wäre so random, wenn du von dir aus zu Matti fährst und dann extra ihn zur Berufsschule. Ja, so. Das wäre nicht gegangen, da hätte Pech gehabt. Aber es lag ja sehr viel Schnee noch am Montag. Ja. Die Leute waren ja alle, also mein Auto war noch eingefroren, weil ich es ja die Woche, also das Wochenende habe stehen lassen. Und dementsprechend war das etwas abenteuerlich. Okay. Aber ich bin mal im Kreisverkehr falsch abgebogen und konnte mal komplett durch Lauingen durchfahren. Okay. Und ja, das habe ich zumindest mal in den V-Markt gesehen, also es vom Augenwinkel, weil ich musste eher auf den Verkehr achten. Ja, klar. Das stimmt. Weil mir, das ist eine 20er-Zone, in Lauingen gibt es eine 20er-Zone. Was ist ja. Ist der Anfang vom Passwort groß? Oder, ja. oder war alles klein? Der Anfang ist groß. Habt ihr das Passwort geändert? Nee. Nee, ist immer noch das gleiche. Mit Doppel D. Ja, groß M. Komisch, dass ich nicht reinkomme. Ich kann das Passwort jedes Mal eingeben, aber entweder gebe ich was falsch an, weil Caps Lock habe ich auch nicht an, ne? Jetzt komme ich rein. Holy shit. Vielleicht habe ich immer versehentlich den zweiten Buchstaben auch immer groß geschrieben. Könnte sein. Das könnte tatsächlich sein, ja. Oh. Möglich. Ich bin angekommen. Das ist sehr schön. Ja, das mit der 20er-Zone ist weird und vor allem mit diesen. Aber das lag, glaube ich, mal daran, weil das war zu dem Zeitpunkt, als sie damals die Umgehungsstraße noch nicht hatten. Weil du bist wahrscheinlich die Umgehungsstraße gefahren, oder? Wo du dann auch an der einsamen Tankstelle vorbeigekommen bist. Barbie. Das war ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich bin diesmal nicht über die Autobahn hingefahren, obwohl ich das eigentlich ursprünglich vorhatte. Ja gut, über die Auto. Na, ach so, du wärst wahrscheinlich dann Autobahn bis Günzburg gefahren und dann wärst du die B16 gefahren wahrscheinlich, oder? Bin tatsächlich über Welden gefahren und dann okay. Über irgendwelche du bist über Welden und dann von Altenmünster dann da hinten rum. Dann bist du diese andere Strecke. Wahrscheinlich dann Holzheim-Dillingen oder so. Ja, Holzheim war dabei und irgendwelche Orte, die ich noch nie davor gehört habe in meinem Leben. Ja, ja, ich kenne die Strecke. Ja. Wo es dann einmal so richtig weird einen Berg rauf geht, ne? Vor allem jetzt im Winter kannst du halt nur 50 fahren, weil alles andere ist halt gefühlt tödlich. Ja. Und dann habe ich mich, irgendwann hat mich mal mein Vater zu Fahranfängerzeiten mal
Da wollten wir nach Jetzingen-Scheppach fahren. Und dann hat er mich über irgendeine weirde Strecke gelotst, wo ich dann an Gundremmingen vorbeigefahren bin, auf jeden Fall. Und da ging es auch um diese Kurven. Und ich habe diesen Weg nie wieder gefunden, auch wenn ich mal aus Spaß mal in die Richtung gefahren bin. Und da habe ich mir gedacht, das könnte er gewesen sein. Ja, da haben wir ja mal, da haben wir mal drüber gesprochen gehabt, ne? Ja. Über diese komischen Höllenstraßen, die irgendwo, ja. Irgendwo nirgendwo. Ja. Aber das wäre auch die komplett, das wäre komplett andere Richtung, wenn du nach Jettingen willst, so. Ja, das war eher so Not rausgeboren. Wenn es mir nicht eilt, dann fahre ich so, wie es einfacher ist, weil ich habe, also ich sag mal, wenn es mir nicht eilt, fahre ich so, wo es der Verkehr, ich meine, eher flüssiger geht, weil man ja gut, das Leute auf der Fahrbahn, die viel zu langsam fahren. Ja gut, so geht's mir auch immer. Also ich habe ja mehrere Strecken zum Beispiel nach Hause und da fahre ich halt dann auch immer, je nachdem, wie ich halt gerade Bock habe. So. Ja. Also heute zum Beispiel, gut, okay, heute bin ich so eine andere Strecke gefahren. Ich könnte auch über die Strecke, die du gefahren bist, hätte ich fahren können, weil ich bin dann noch, ich war dann auch noch beim, ich bin noch zum beim Chat vorbei. Ich war nach der Arbeit, bin ich zum Maggis gefahren. Ich habe mir noch dieses goldene Weihnachts-Chicken McNuggets geholt. Ja. Und dann bin ich durch Dillingen gefahren, bin ich zum Chat, weil ich gesehen habe, beim V-Markt hat es Benzin, ich glaube 1,75 gekostet. Und dann dachte ich mir so, okay, eigentlich günstig, ne? Ich habe zuletzt für 1,74 getankt. So, ne, 1,75 ist ja günstig so. Und dann dachte ich mir aber, komm, ich check mal noch, wie viel es woanders kostet. Und habe ich geguckt und dann war halt beim Chat einfach 1,68. Und dann dachte ich mir so, Junge, für 7 Cent, dafür, dass ich halt bloß einmal kurz den Schlenker nach Dillingen machen muss. Und dann, wieso trage ich jetzt auf einmal, what the fuck? Komm, ich werf Stein. Nee, ich werf den Scheiß weg. Und, Ich hab übrigens einen Vernichter gebaut. Oh, das ist nice. Das ist sehr nice. Also können wir, also Steine jetzt wie, oh nein, wir werden von Sirtlingen geraidet. Was? Oh, ich seh's. Ich bin auf dem Scheiße. Weg. Scheiße, ich komm heim. Aber die greifen wenigstens nicht vom Wasser an. Ja. Also wenigstens etwas. Ja. Und dann bin ich auch eben, dann bin ich aber auch so einen anderen Weg, das ist so mein anderer optionaler Arbeitsweg, der jetzt echt 2 Minuten länger dauert, aber da halt null Verkehr ist, weil ich da über irgendwelche Hinterstraßen von irgendwelchen, durch irgendwelche Käffern im Nirgendwo fahre, was wenigstens ganz angenehm immer ist. Das kann ich da im Winter nicht so fahren, weil ich weiß nicht, wie stark da der Winterdienst ist. Ah. Und da halt aktuell die Straße nicht gefroren und auch nicht so beschneit war. Wobei, außer in Dillingen, da hat es irgendwie, ich weiß nicht, da hat so einen weirden Blizzard gehabt. Aber, ja. Oha. Wenigstens habe ich günstig getankt, konnte ich günstig tanken. Wobei ich das auch wieder nicht verstanden habe, weißt du? Ich verstehe manchmal den Tank von meinem Auto nicht. Weißt du, ich tank so. Ich tank voll. Ich habe so viel getankt, dass über meinen Tankdeckel oder über diesen Tankstutzen, da ist so ein bisschen was rausgeflossen. Und das war halt dann so drin, okay, kein Ding. Das drückst dann wieder rein, wenn ich hier wieder zumache. So, okay. Ja. Ne? Die Geruch von Schwefel liegt in der Geruch. Und so, dann mache ich mein Auto an. Und da war mein Tank bei 782 Kilometer. Dann denke ich mir so, what? Weißt du, ich habe einmal voll getankt. Ich habe irgendwie, ich glaube, 23 Liter reingetankt. Ich habe mehr als die. Und ich war so ungefähr bei. Ich war so bei halbem Tank. Also normalerweise, wenn ich das reintanke, ist ja natürlich bei mir ungefähr wieder voll. Und mehr hat ja nicht reingepasst so. Und ich hatte schon Momente gehabt, da hatte ich halt einfach Platz bis zu 900. Also hatte ich 900 Kilometer. Und ich habe da auch nicht mehr reingetankt als vorher. Ich verstehe das ab und zu nicht. Das ist so ein weirdes Paradoxon. Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen hängt das auch an der Temperatur zusammen. Ja gut, das kann schon sein, aber Ich hatte auch schon mal den Moment, bei mir passen eigentlich ungefähr 500 rein. Mal mehr, mal weniger. Und manchmal habe ich 625
Reichweite und manchmal 450. Okay. Das ist auch immer ein bisschen variabel. Weil im Schnitt passen halt bei mir im Tank 50 Liter rein. So. Außer mit der Reserve, also ja, wenn ich jetzt nicht wirklich auf, nicht wirklich fast auf null fahre, dann passen immer so, dann tanke ich im Schnitt immer nur so 45, kann ich nur 45 rein, weil der Rest ist halt natürlich Reserve so. Aber wie gesagt, manchmal verstehe ich das nicht. Okay, jetzt im Winter, ich weiß halt nicht, wie es halt bei, ich weiß nicht, wie es bei Benzin ist, aber es müsste sich ja eigentlich dann, müsste sich ja in dem Punkt ja auch eigentlich zusammenziehen. So. Ja, und im Winter zieht sich alles irgendwie, also bei kalten Temperaturen. Ja, bei Kälte. Das sind ja, in dem Punkt die Moleküle. Kann aber auch sein, dass es quasi dann, holy shit, ne, einfach aufgerüstet hier. Kann aber halt natürlich auch vielleicht einfach daran liegen, dass es dann quasi etwas dicker ist, ne, so, sozusagen. Ja, ich glaube, das manche ist ein bisschen hier im Lager noch zusammengefasst, also. Okay. Da war auch nicht so viel Platz. Wo waren die? Wo ist denn hier das? Holz, also das ah, hier ist pflanzlich, klein. Okay. Ich hab mich gerade schon gefragt, wo das Harz hin ist. Harz und herzlich. Ja, die Harzer. Die Harzer. Sorry, ja. Das heißt jetzt Bürgergeld, tut mir leid. Hey, da bin ich jetzt, da bin ich vielleicht auch irgendwann irgendwie so in die Richtung. Also rentabel ist es. In dem Punkt. Also dafür, ja, ich überleg's also, mir mal. Ich sag jetzt mal. So. Ich krieg's auch nur 500 Euro, aber ich hab dann auch vor, ich würde dann eh noch so einen Nebenjob machen, weißt du, so auf 520 Euro. Und je nachdem, ich muss halt dann mit dem Arbeitsamt quatschen, wie das dann da so abläuft. Und, oh, jetzt habe ich wieder die weirden Connection-Probleme. Ich auch. Und, ja, mit denen muss ich das mal quatschen, wie das abläuft. Und dann würde ich das halt einfach so machen für eine Weile. Und dann kann ich mich auch mit so ein paar Sachen beschäftigen, mit denen ich mich so beschäftigen wollte. Unter anderem. Das ist halt, ganz praktisch. Aber ich muss eh noch gucken, wie lange ich dann bei mir in der Arbeit bin. Weil, mein Chef meinte zu mir, er würde es halt sehr begrüßen, wenn ich halt wenigstens noch so lange da bleibe, bis es eventuell einen Ersatz für mich gibt. Und Patrick ist da auch der Meinung, weil da halt das Problem ist, wenn ich halt weg bin, dann sind die halt aktuell quasi nur zu zweit. So. Und dann ist er halt mit dem Azubi, der nur halb so viel kann wie irgendjemand von uns beiden. Ja. Ist halt auch nicht so cool. Würde ich mal behaupten. So rein kollegial, ja. Und da muss ich mal gucken. Muss es dann aber mal einen Termin ausmachen. Nachher muss ich einen Termin mal planen dafür. Das kann ich ja wenigstens. Das ist das Gute, wenigstens beim Arbeitsamt. Das geht wenigstens. Die haben das wenigstens so ausgebaut, dass ich online auf deren Website einen Termin ausmachen kann. Ich muss da nicht mehr anrufen und 10 Minuten in der Warteschleife hängen. Oh, ich bin raus. Online-Portale auch bei anderen Ämtern. Ich habe ja neulich auch bei der Gemeinde, also bei der Stadt Augsburg, mich umgemeldet. Und da haben die auch ein ziemlich gutes Terminreservierungstool. Okay. Um also die deutsche Sprache voll auszuschöpfen. Du hast dich jetzt aber echt spät umgemeldet. Also, würde ich mal sagen. Das war ja schon im Oktober. Ach so, meinst ja, du, ja. Okay. Das ist eine Geschichte aus Anno Dazumal, nein, Spaß. Wollen wir schlafen gehen? Ja. Sonst hätte ich schon gesagt, dass es schon ein bisschen spät ist, weil wir haben jetzt Dezember, ne, aber, na gut, okay, ich habe mich, als ich umgezogen bin, ich habe mich auch irgendwie erst, ich glaube, einen Monat später umgemeldet, weil ich da dann erst wirklich umgezogen war. Ja. Weil das ist ja dann, das heißt ja, das ist ja so angegeben, du sollst ja dich da erst dann ummelden, wenn du halt wirklich da wohnst. Also wirklich wohnt. Ja.
Ah, bei dem Fach für die Bären sind einfach mal 4 Eisen drin. Was? Da war jemand aber sehr lustig. Wo sind denn eigentlich hier die Dings hin, die, Die Dings? Die Metmischer. Das ist alles jetzt in der Küche. Ah, okay, dann nehme ich die, Bären gleich mit, weil die wirst du wahrscheinlich darüber verfrachtet haben, ne? Ja. Der Otto, der ist fast tot. Lass den Otto in Ruhe. Ja, den würde ich mal füttern. Ja, Otto, Otto, kann ich Otto meine Würstchen hinwerfen? Ja, oh holy shit, Alter, der hat aber 2800 Leben bekommen. Sag meine Würstchen, Junge. Einfach krass, Junge, einfach Otto der Krasse hier. Du darfst hier wirklich, du darfst ja wirklich nichts liegen lassen, weil sonst ballern die das einfach weg. Das ist wie beim, wie wenn du bei dem Kollegen bist, mit dem, dessen Hund immer unterm Esstisch ist, ne, wenn alle am Essen sind, damit er mal schnell was snacken kann. Sondern immer, wenn an Weihnachten, ne, wenn dann hier großes, großes Familienessen ist, dann wartet immer der Hund nebendran, dass er noch was schnabulieren kann. Alles, was runterfällt, ist Fair Gain für ihn. Ein Geschenk. Wo haben wir denn, haben wir noch irgendwo Suppe oder so? Oder einen Topf? Nehmen den letzte Wildschwein-Dörfer. Weil wir haben so viele Würste, Junge. So viel. Ja. Dann nehme ich Rüben-Eintopf mit. Was ich gefunden habe, ist da jetzt eigentlich drinnen. Dann habe ich noch einen Karotten-Eintopf. Ah, da sind unsere Turnips. Haben wir hier noch irgendwo, haben wir eine Hake oder so? Ja, in diesen Kisten nebendran, neben dem Haus, die da so deplatziert rumstehen. Okay. Moritz, wie lange spielst du heute eigentlich? Heute bis in 9 Minuten, höre ich auf. Echt? Oh, schade. Da bin ich wieder so, bin ich heute wieder so spät gekommen, ne? Das ja, du bist viel zu spät gekommen. Ja, ich bin auch spät gekommen, muss ich sagen. Hier werde ich nicht 10 Minuten lang beim fucking Magus drin gestanden, weil das, weil die scheiß Terminal meine Codes nicht genommen hat und ich das dann, ich habe es dann extra über die App bestellt, weil ich diese fucking Nugget haben wollte. Kann ich mir den Weihnachtsbaum hängen? Das ist genauso wie letztes Jahr diese komische Gurke. Weihnachtsgurke? Die Weihnachtsgurke, die habe ich mir auch gegönnt. Nee, also ich hätte heute so bis 8:15 mindestens aufgelassen. Morgen wird's auch hinhauen. Okay. Da haben wir Weihnachtsfeier, aber so lange will ich eh nicht bleiben. Also wow. Ich habe übermorgen, ich habe am Samstag Weihnachtsfeier. Ja, Moritz, wir fangen um 12 Uhr an. Also von ja, um 12? Junge! Hallo, ich hab wir arbeiten doch nichts mehr ab 12. Ja, aber trotzdem. Hä, wie lange geht denn eure Weihnachtsfeier? Geht ihr bis 24 Uhr? Open End. Wir haben heute nur geschrieben, so, eine Mail, dass ab 20 Uhr der Schließdienst die beiden Tore absperrt, dass die langen Feierer ihr Auto doch bitte raus vom Gelände fahren sollen. Junge, da schießen sich die, da schießen die sich bestimmt safe ab. Das ist ja schon, wird ja schon am Samstag dann Absturz, wenn dann ein paar Kollegen, die da um die, die da nicht allzu weit weg wohnen, ne, vor allem auch Patrick zu mir meinte, ja, wenn bei der Weihnachtsfeier, da schießt er sich ab, ne? Wird schlimm. Ich kann mir eh schon nichts unter der Weihnachtsfeier vorstellen. Und ich hoffe nicht, dass, dann, dass ich dann wieder irgendwelche weirden Sachen gefragt werde, wie wie lange ich denn noch vorhab, dann da zu bleiben und so ein Scheiß. Gar keinen Bock drauf. So, da eine, schon die eine seltene Monster-Trophäe muss ich jetzt dann noch sammeln. Wusstest du, dass Zorngeister Trophäen droppen? Ja, die droppen ihren Umhang oder ihren Mantel. Da habe ich selber auch mal einen gehabt. Also den habe ich immer noch. Den habe ich mir vor die Tür Ich mal, boah, ich weiß, da habe ich mal Tim verarscht mit.
weil ich ihm gesagt habe, dass die Schlafzimmertür jetzt nicht mehr da ist. Und da habe ich einfach die Zorngeist-Trophäe davor gehangen. Und der ist voll erschrocken, als er da hingegangen ist. War ganz lustig. Was wollte ich denn? Wo sind denn eigentlich die Samen? Die sind immer noch unten, oder? Baumsaat. Nee, Gemüsesaat. Wir haben noch 6 Rübensamen, das ist gut. Wenn ich schon das Zeug mache, dann... Weißt du, der Matti ist mal rausgefallen und dann war da nicht mehr viel übrig. Leider. Ja, gut. Ja, okay. Der müsste auch immer noch unsere Zwiebeln im Inventar haben. Warum hat er nicht eingepflanzt hat. Ach, der Matti. Der Meadow. Der Maddock. Dann gehe ich jetzt einfach noch ein bisschen in Stinks rein, ne? Dann haben wir noch ein bisschen Action. In Stinks? In Stinksbums. Ins Gebirge. Oh. Ja. Hast du meine Markierungen? Wenn du die gerade hingemacht hast, dann nicht. Ich habe alles, Ich hab alles drauf, was ich hier. Was hast du denn drauf? Also in dem Gebirgebereich, der erkundet ist da oben, also hier habe ich gar nichts. Ja. Wohin los? Du musst mal aktualisieren. Wo ja. Da habe ich nämlich viel markiert. Wichtig ist übrigens, Drachenköpfe sind immer mitnehmen. Die brauchen wir tatsächlich für Rüstungen. Für den Helm, gell? Ja. Ja. Und ich glaube noch für die. Ich weiß nicht, ob wir für die für die Wolfsrüstung brauchen wir den Wolfskopf, glaube ich mal. Für den Umhang. Ja, irgendwie so. Der Umhang ist aber auch sehr, sehr wichtig, weil wir den Umhang, mit dem kriegen wir Kälteresistenz. Ja. Wir können den doch machen. Wir haben doch genügend Wolfsfell, wir haben genügend, ich hätte schon fast Pilze gesagt, Silber. Brauchen wir Silber dafür? Echt jetzt? Ich glaube, da brauchst du Silber, was sonst könntest du den ja recht schnell machen, System dribbeln sozusagen. Ja gut, er macht halt, er bringt ja halt relativ nichts, weil er genauso gut ist wie jeder andere Umhang. Aber es gibt da wenigstens irgendwie ein bisschen Resistenz. Ich muss mal gucken, ob ich den machen kann. Wolfsschutz, Wolfsbeinschienen. Aber ich habe hier jetzt keine. Oh, ich kann den Draugerfangzahn machen. Nice. 20 wie? Silber, Rinde und Hirschfell und Glibber. Haben wir denn überhaupt noch? Haben wir? Doch, wir haben 27. Boah, ich glaube, ich mache mir den jetzt. Was machst du dir? Den Draugerfangzahn. Oh, den will ich mir auch machen. Irgendwann. Ich brauche den aber jetzt eher, wenn ich ins Gebirge gehe. Weil der macht Damage. Der macht Damage. Den habe ich ja auch mit meinem anderen Charakter. Der ist ja der beste Bogen aktuell im Spiel. Darum habe ich auch den Glibber gefarmt. Wo ist denn der Glibber hin? Im Müll. Sumpf. Ah, Sumpf. So. So, Fabio Vision. Fabi seine Schmiede. Oh, ich kann die Schmiede jetzt auch benutzen. Wenn Fabi die benutzt, ist ja richtig gut. Markus? Das ist eine Innovation. Ja. Durch das falsche Fell. Jetzt habe ich Wolfsfell mitgenommen. Das Hirschfell. Aber warte, cool, wenn du dann Markus. Dings farmst, wie heißt Silber. Die Viecher? Drachen. Ja, Drachen auch. Aber Drachen würde ich. Grüßen. Drachen wollte ich eigentlich auch, ja. Wie gut ist denn mein Dings? So, jetzt ist aktualisiert, glaube ich. drück halt noch öfters drauf. Jetzt ist. Passt. Jetzt ist es safe! Was pointy head? This head is sure to add a bit of magical flair to any outfit. Was? Man kann einen spitzen Hut machen? Seit wann das denn? Am Hebel ziehen. Was ist passiert dann, wenn ich am Hebel ziehe? Oh. Dann probier's aus. Zack. Alter. Du darfst halt bloß nicht schon da dran stehen, sonst kriegst du. Hab ich Stromschlag bekommen. Ich wollte extra nichts sagen. Es ist Kohle drin, Moritz. Geil.
Kohle. Wie viel? 20. Ah. Oh, Silberschwert. Also, Silberschwert ist, braucht so insane viel. Ah, fuck, man. So, ich meine. Also, ich kann hier keine Dings machen. Also, ich weiß nicht, was ich dafür brauche. Ich kann aber keinen. Ach, vielleicht brauche ich einen Wolfs. Muss ich den Wolfskopf aufheben. So, Fabi, guck mal. Hier liegt. Ah, Wolf für den Umhang. Ein großer Fisch. Guck mal den Fisch an. Ein Hecht auf Stufe 2. Ein Hecht auf Stufe 2. Du bist mir auch so eine Stufe 2, Moritz. Steht doch dran. Und das ist ein Trollfisch. Ein Trollfisch auf Stufe 2, zweimal. Ja. Trollfisch. 4 Silber brauche ich dafür. Habt ihr eigentlich ein Portal zum anderen Händler? Ja. Ich glaube, ich habe einen. Ich habe den Händler genannt. Ich brauche einfach 4 Silber dafür. Junge, pack deine Fische ein! Pack deine Fische ein! Die wollte ich jetzt ein. Die habe ich so schön nebeneinander gelegt, Mann. Trampel. Mann! Mann! Bonus. Pack deine Fische weg. Pack die Fische weg! Pack das Ding weg! Boah, wir haben ja diese SpongeBob-Folge mit diesem Pack das Ding weg! Nein, du hast es mal Küs genannt. Ich hab's mal Küs genannt, ja, okay. Hab ich's mal Küs. Ah, stimmt, es war mein Eichmann-Unterwegs-Portal. So, das, womit ich halt dann die Unterwegs-Sachen einfach markiert habe. So, jetzt mache ich mir einen Wolfsfellumhang auf Stufe 4. Da haben wir kein Silber mehr, aber ich habe einen schicken Umhang. Nice. Die armen Wölfe, was sie bloß denken, wenn sie mich so rumlaufen sehen. So, jetzt ist es perfekt in einer Reihe. So, Fabi, ich kann dir die Fische vorstellen. Na dann. Jetzt pack deine Fische weg. Ich pack mal das andere Zeug nach oben. Voll geht lauf. Ah ja, der eine Barsch ist länger als der andere. Ist richtig. Was macht jetzt Birgit hier? Komm mit. Sie will auch mitreden. Und der Trollfisch ist dann auch unterschiedlich groß. Hast du gut gemacht. Hab ich mein Boot hier eigentlich geparkt? Das habe ich keine Ahnung. Dein Boot ist hier oben. Hier. Wo ist mein Boot? Warum ist mein Boot da oben? Mein Boot runterfahren. Ich habe auch letztens bin ich mit meinem Boot hergefahren. Echt? Bin ich wieder hoch. Ich weiß nicht mal, ob ich wieder hochgefahren bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich mit meinem Boot hin bin. Als ich mich eingeloggt habe, war mein Boot nicht da. Schade. Ich hoffe nicht, dass es kaputt gegangen ist. Oh, es ist 22 Uhr. Los, du musst ins Bett. Ja, Moritz, sonst wird deine Mom böse. Was? 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 Die zieht dich dann am Ohr ins Bett, oder Johanna kommt dann rein. Oh. Ja, genau. Oh. Ja. Da gibt's dann da gibt's dann Beef, was ein Knüppel. Ich wohne im Keller. Ach, du wohnst im Keller. Ja, richtig, Kellerkind. Ja. Ich kann dich nachvollziehen, ich war noch nie bei dir, ne? Da müssen wir mal bei dir vorbeikommen. Du weißt nicht, wo ich wohne. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht. Weißt du nicht? Okay. Ich bin mal mit dem Fabi, da habe ich mal dran vorbeigelaufen, aber I don't know. Ich weiß, in welchem Ort das ist. Ja. Aber ich kann das nicht sagen, wo genau. Weißt du, wo wohnt im Keller? Das ist Spaß. Ja. Keller. Warte, nee, wo ist das Portal, was ich wollte? Wo
Keine Ahnung. Wird schon irgendwo. Aha! Ja. Rick Band nicht mehr die Flashbacks von. Wenn ich Glück habe, finde ich gleich mein Ding. Ich glaube, das ist noch bei dem Portal, was ich gebaut habe. Was? Das war. Warum stehen hier überall Wölfe rum? Das geht ja gar nicht. Gas, die Wölfe. Die Wölfe rum. Portal im Sumpf? Wir haben mehrere Portale. Wir haben so viele random Portale. Ich habe keine Ahnung, welches Portal ab und zu wohin führt, ne? Wo geht das denn? Wo, welches, Fabi? Ja, das untere. Welches untere? Das Portal Wolfi da oben. Hä, aber ich hatte hier unten, hier war noch so ein komisches Haus, was ich als Basis benutzt habe mit dem Portal drin. Was bringt uns... Ach so, das ist das eine. Ach ja, ich erinnere mich. Nimm noch mal Bären mit, ne? Wenn ich schon hier bin. Wenn ich schon durch das Grasland streife, dann. Na dann. Schönen Na Abend dann. Noch und bis morgen. Ebenfalls, ciao. Ja, ciao, ciao. Ach, da ist es. Eins war es nicht. Das war das Bergportal. Aber mein Boot ist hier nicht, ne? Wo ist das denn? Dieses Portal ist das? Elder. Ach, das ist das Elder-Portal. Bin ich im Kanal? So, ist so geplant. Wolfi. 187 war es, glaube ich. Ja, irgendwie so. Wie du einfach über die Maps leidest. Ich finde das so lustig. Ich frage mich, wo das Portal steht jetzt. Ach ja, ich kann mich erinnern. Da war mal mein Schiff. Hey, ich verstehe mal nicht, wo habe ich denn mein Schiff geparkt? Ich muss ins letzte VOD mal reingucken. Ich werde hier von einem Gräuling angegriffen, der macht mir 0,1 Schaden. Weiter. War das. Also hat das verfallen oder? Nee, das ist das Ding. Nee, du bist letztes Mal, wo wir zu zweit waren, weil die waren wieder alle nicht mehr da. Ja, ich hab mein Boot eigentlich rübergefahren. Ich hab mein Boot so richtig scheiße hingeparkt. In welchem Berg warst du denn nochmal? Ja, bei dem kleinen Berg. Stimmt, da habe ich das Eisen noch hier hingebracht. Gell? Hier warst du. Ja, bei dem Berg war ich, genau. Ich glaube, du warst schon im Grasland gestanden. Ja, ich bin zurückgelaufen, also ich guck gerade ins VOD, also ich habe das... entweder hier bis hier musste das Ganze gewesen sein. Irgendwo an der Küste. Ja, da bin ich dann, glaube ich, mal zurückgelaufen. Ah nein, das ist... Ah, nee, das ist das andere gewesen. War hier, wir gehen auf kalte Gipfel.
Ach, ich glaube, ich weiß jetzt, wo mein Ding ist. Habe ich nochmal wann gespielt, wo ich nicht gestreamt habe. Ja, aber kann gar nicht sein. Weil das letzte Mal am 30. November haben wir nochmal in der Zwischenzeit gespielt? Wann? Nee, weil ich ja aufs Wochenende weg war. Freitag war der erste und da haben wir nicht gespielt. Also muss es schon der 30. sein. Stimmt. Ja, weil dann weiß ich, wo ich mein Boot habe. Jetzt wieder nach Hause. Das reicht jetzt. So, jetzt gehe ich jetzt zum nächsten Portal. Oh, da ist ein Portal. Und wie lange willst du noch machen? Ich wär noch offen für bis um halb. Dann kann ich wenigstens auch ein bisschen aufs Gebirge gehen. Ja, kannst du noch machen. Werden wir jetzt in die Bars sitzen und ein bisschen nebenzu was anderes machen. Aber ich lasse das noch ein bisschen offen. Ich bleibe auch noch da. Willst du nur kurz schlafen gehen? Dann ist die Nacht vorbei. Ja. Na komm. Auf einem Boot aus dunklem Holz und unten zerfetzten Segeln liegst du mit vor der Brust verschränkten Armen. Und jetzt. Neben nach den verschwommenen Gesichtern ist es wieder weg gewesen. Schade. Schade. Gemütlich acht. Sauber. Ach stimmt, ich wollte noch Zeug hier in die Kiste legen. Nachher muss ich noch zum Postkasten laufen. Okay. Ja, ist wieder ein Abenteuer. Ich hoffe, es regnet nicht. Ich war heute schon genug im Regen gewesen. Nachdem ich weiß, ich bin mindestens 2 Stunden von meiner ganzen Arbeitszeit heute war ich gefühlt echt nur draußen. Ja, weil wir hatten heute wieder, wir hatten bis heute noch Gas im Angebot. Okay. Und da ist halt dann immer das Problem. Am Montag ging uns die 11 Kilo Gas aus. Und heute kam halt Lieferung. Und nachdem halt alle wussten, dass wir am Mittwoch Lieferung kriegen, kamen halt die ganzen Leute, um halt ihr Gas zu holen. Und ich stand halt an manchen Punkten einfach eine Viertelstunde mindestens draußen. Und hab aber ständig immer nur Gas ausgegeben. Weil ich immer die Gas angerufen wurde, ja, hey, da kommt jemand so. Bleib draußen, weil ich brauche nicht reingehen, ja, wenn dann gleich wieder jemand da ist, so. Und Patrick hat mir irgendwann dann das Telefon oder den Schlüssel in die Hand gedrückt und gesagt, ich soll rausgehen, weil er meinte, er kommt dann heute zu nichts mehr. Weil er hatte dann nur noch, glaube ich, mal so 2 Stunden gehabt und er meinte, er wird dann halt einfach nie mehr fertig mit seiner Palette. Ja. Und und am Abend genauso. Ich hatte jetzt noch bis um 5 vor, war, glaube ich, mal der Letzte, der hier was abgeholt hat. Oh, wild. Ja, am schlimmsten ist es immer dann, wenn die immer so eine Minute vor 8 kommen und dann noch was und dann auch noch hier Gas holen. Da habe ich schon wirklich Punkte gehabt, da war ich dann irgendwie so, bin ich erst um 5 nach 8 oder so bin ich rein. Weil es halt ewig dauert, bis die dann raus sind. Und das Beste war auch noch, einmal weiß ich noch, das waren auch so jüngere Leute. Bei manchen von denen habe ich immer das Gefühl, die denken immer, sie seien immer die krassesten. Es waren so 2 Dudes mit 2 Girls. So. Und die haben sich halt noch so Gas geholt, weil die wollten, glaube ich, mal irgendwie. Ich glaube, die wollten da grillen am Abend. Problem war halt bloß, die hatten hier die Dings nicht gehabt. Die hatten die Kappe für die. Die Kappe nicht gehabt. Für die Kartusche. So, reingesetzlich darf ich es nicht tauschen. Ja. Und dann meinten die zu mir so, ja. Ob die das dann noch holen, habe ich gesagt, also, wenn sie es holen, dann müssen sie halt morgen kommen und das holen. Ich kann es ihnen auch gerne draufschreiben und sowas, aber das wollten die dann auch nicht. Und dann, dann konnte ich denen das nicht ausgeben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die dann gar nicht mehr kamen oder... Ja. Aber ja, in dem Punkt würde ich sagen, sei es halt wieder um die Sache, so, ja, wenn die so spät kommen, dann haben sie halt einfach Pech gehabt, ganz ehrlich. Ja, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben.
So. Und da ich dann auch noch extra noch einen Kollegen gefragt habe, ob man die noch kurz reinlassen kann, dann meint er so, nö. Wir haben nach 8, wir haben zu. War nicht so lustig. Ja. Aber er hat ja recht, also irgendwo muss ja mal Schluss sein. So. Ja, eben. Irgendwo ist einfach mal Schluss. Aber ja, ich muss auch gucken. Also ich bin ehrlich gesagt froh, wenn meine 2 Monate rum sind, weil ich bin dann froh, wenn ich dann raus bin. Jetzt nicht, weil ich hier so richtig krass schlimm finde. Muss ehrlich sagen, ich hab halt mittlerweile einfach wirklich keinen Nerv mehr einfach für die Arbeit. Das ist ich komme wieder an diesen gefährlichen Punkt. An dem ich halt wieder jeden Tag immer ultra gestresst bin und sonst was, weil mich halt manche Sachen einfach sowas von ankotzen immer. Ja. War Moritz eigentlich in der Eishöhle drin? Nee. Nicht? Oh komm, dann gehe ich da rein. Ich mich da eben ein bisschen kurz regenerieren von dem Golem. Also den Golem mit dem Schwert zu bekämpfen, das ist... Nee. Ist dumm, ja. Nee, brauche ich gar nicht anfangen. Haben wir jetzt wenigstens noch Eishöhlen-Action. Weil wie gesagt, das ist halt so ein Problem, das hatte ich schon vorher auch schon das hatte ich schon mal gehabt mit dem, dass mich das dann, dass mich das immer so stresst, weil es sind dann vor allem immer diese Kleinigkeiten, die dann immer so, ja, bevor ich da wirklich am Ende nochmal irgendwie gefährdet bin durch irgendwas, nee. Ich muss dann eh gucken, wie genau ich das dann eigentlich mache, wenn ich dann was Neues anfangen will. Ich müsste jetzt einmal, gut, ich habe jetzt eigentlich mal vorgenommen, jetzt dann mal eventuell die Tage erstmal zu gucken, zumindest wegen Angeboten. Weil ich will ja was Duales machen. Und dass ich mich halt jetzt bewerbe, weil das letzte Mal, als ich mich beworben habe, gut, da war es halt schon, war schon ein bisschen spät. Da habe ich, glaube ich, mal im März habe ich mich beworben. Und jetzt wäre halt noch die beste Phase halt. Ich glaube, so März, April war das, ja, wo ich mich letztes Jahr beworben hatte dafür. Na, jetzt brenne ich. Boah, der Kultist, der ballert mir aber. Ja, die sind heftig. Vor allem mit dem Feuer. Roter Jute-Vorhang. Oh, fuck, da ist nochmal einer. Und er hat die Tür kaputt gemacht. Vier Fleischhaufen. Ah, da kriegen wir Innereien raus. Okay. Cool. Silberhalskette. Fenrisklaue, oh. Ja. Fenrispelz. Das Haarshop. Cool. Also hier gibt es schon echt ein paar nice Sachen. Komm, das Holz brauche ich nicht im Inventar.
Ich habe auch tatsächlich mit einem, ich habe auch erst neulich, am Montag, war ich auch beim Zahnarzt. Mhm. Da habe ich auch Christian, also einen Kumpel von mir, getroffen. Ja. Mit dem habe ich auch gequatscht. Und er meinte zu mir, er kann mich da auch komplett verstehen, weil er kennt zumindest, er kennt auch den Schrecken der Elektroabteilung. So, zumindest, und zumindest die Probleme, die ich habe, die kennt er natürlich auch. Das ist wenigstens. Bin ich wenigstens immer froh, wenn ich jemanden habe, der irgendwie mir da zustimmt, weil die meisten Leute, mit denen ich darüber quatsche, vor allem wenn ich mit meinen Eltern oder so drüber quatsche, die meisten haben irgendwie null Verständnis dafür. So. Wenn du dann auf einmal plötzlich, wenn du plötzlich was Neues machen möchtest. So. Weil der andere Punkt ist halt natürlich auch so, das war halt früher fein für mich. Das, was ich halt jetzt, was ich jetzt mache. So. Okay, aber ich verändere mich halt auch. Und jetzt ist es halt nicht mehr fein für mich. Und ich will mich halt in gewisser Weise natürlich auch weiterentwickeln. Da komme ich nicht drum rum, dass ich was anderes mache. So. Weil somit werde ich auch quasi diese Altlasten halt los. Oder diese Altlast in dem Fall. So gesagt. Mhm. Das ist halt wieder das Ding. Und die andere Sache ist halt natürlich auch, was mich halt auch stört, da habe ich auch in der Arbeit wieder drüber nachgedacht, ist halt so das Ding. Mein Chef zum Beispiel, der ist halt ultra der Schwabe. Ja, er spart halt. Das ist halt, ja, nicht nur das, sondern er spart halt, ist halt natürlich auch in dem Punkt von der Mentalität her, der sagt dir halt nicht, wenn du was gut gemacht hast oder sowas, ne? Weil er ist halt dann von der Mentalität, ja, genau, so. So, nicht schimpft, ist Lob genug, so in dem Punkt. Weißt du? Ja. Und das ist halt so, das ist so eine Mentalität. Ich versteh das halt nicht. Weil, wie willst du selber als Arbeitnehmer oder halt als Person an sich, die halt eine Arbeit ausübt, wie willst du selber wachsen, wenn dir niemand sagt, dass deine Arbeit in Ordnung war? Okay, wenn man sagt, okay, das war nicht gut, so. Mhm. Okay, fair enough, dass man das wenigstens sagt, okay. Aber so ein bisschen Lob sollte halt schon dabei sein. Weil ja, daraus wächst du ja. Vor allem eigentlich, ist es ja eigentlich so, aus den Erfolgen wächst du ja am meisten. So. Ja. Weil dann weißt du ja, was du richtig machen musst. Und wenn du nie weißt, was so wirklich richtig war oder nur das, was falsch war, dann ist halt immer so, weiß ich nicht. Weil dann probierst du immer was Neues. Mhm. Und dann merkst du es halt spätestens dann, dass es schlecht war, wenn zu dir gesagt wird, dass es nicht gut war. So. Ja. Und das ist halt so der Punkt. Und das ist halt auch nicht so geil. Ja, ich glaube, da ist einfach viel zusammengekommen. In dem, ja. Weil wenn ich immer so über die ganze Geschichte so nachdenke, es sind halt sehr viele Indikatoren, die halt jetzt zusammenkommen. Es ist zum Beispiel auch, ich habe auch keine Lust, halt immer ständig dieses Kindermädchen vom ganzen Ding zu sein. So, weil in gewisser Weise bin ich es halt einfach. Oder sind wir das so? Weil wir müssen ja immer jeden Scheiß mitmachen. Wenn irgendjemand irgendwo fehlt oder so, müssen wir das mitmachen. Das war ja zum Beispiel am Anfang, habe ich mich halt auch nicht ums Lehrgut gekümmert und so. Seitdem da die eine weggefallen ist, die das gemacht hat, müssen wir uns halt jetzt auch drum kümmern. Das machen wir auch schon seit ein paar Monaten. So, in dem Punkt. Ja, und es wird halt quasi, statt weniger wird es halt gefühlt irgendwie immer mehr. Weil die haben halt dann auch das Gas und sowas mitgemacht, dass wir das ab und zu mitgemacht haben. Okay, das war ja so in Ordnung. So, aber jetzt mache ich es halt immer. Und es hält mich halt immer auch ultra von der Arbeit ab. Und dann habe ich wiederum auch noch diese einen Kollegen zum Beispiel. Das ist ja, da kannst du Matti fragen, der kann ja ungefähr sagen, wie da oder schade, dass er nicht da ist, weil dann könnte er das bestätigen in dem Punkt. Weil bei mir ist hinter der Elektroabteilung ist halt dann gleich hier so Textil und so. Und ich habe also das Problem, ich habe also diese Kollegen, die machen halt sehr gerne einen Side-Eye auf uns, wenn wir halt zum Beispiel bei uns an der Info rumstehen. Weil das so diese Kollegen sind, die anscheinend so wenig zu tun haben, dass sie halt immer bei anderen gucken müssen, dass die halt auch ihre Arbeit machen.
So. Ja. Was ich halt nicht verstehe. Weißt du, da meckern sie immer selber rum, dass sie so viel zu tun haben. Glotzen aber die ganze Zeit immer bei den anderen immer rüber. Ob die jetzt auch wirklich ihre Arbeit machen oder halt einfach nur rumtrödeln. So. Und da hatte ich zum Beispiel gestern, da war ich irgendwie, ich glaube 2,5 Stunden war ich da, war ich im Leergut und habe da das ganze Zeug aufgeräumt. Weil da halt auch ein bisschen was liegen geblieben ist. Die letzte Woche. Und da war es dann halt auch so, dann kamen halt die Leute dann zu denen, weil ich halt nicht bei mir in der Abteilung war. Ja. Und dann kriege ich halt auch wieder diese provokanten Anrufe. Ja. Mit so, ja, wo sind sie denn? Und sonst was. Wo ich mir dann auch denke, weißt du, da sagt man das extra so provokant. So, als würde man wissen, dass ich natürlich irgendwo jetzt im Eck stehe und nichts tue, ne? Drehe ich Däumchen oder was? So. Ja. Ne? Und dann sage ich immer, dann heißt es, ja, da ist Kundschaft für sie. Ja, okay, ich bin auf dem Weg. So. Ja. Weißt du, das ist dann immer so dieses Ding, weil denen kann ich sagen, was ich will. Also, denen kann ich wirklich sagen, was ich will, dass ich irgendwas gemacht habe. Die würden es mir nicht glauben, weil die denken halt trotzdem immer noch, dass ich halt irgendwie, was weiß ich, gemacht habe. Obwohl die genau wissen, dass ich halt auch andere Dinge noch zu tun habe, als ständig bei mir in der Abteilung rumzustehen. Ja. Ja, klar. Weil das dann auch wieder bei den anderen Sachen, wenn die Sachen anfallen, dann sind es die wieder die Ersten, die rumplärren, wenn dann die Leute zu denen kommen und sagen, dass hier irgendwas nicht funktioniert. Ja, das ist halt dann wiederum diese andere Sache. Ja. Und da habe ich halt mittlerweile auch keinen Bock drauf, dass dann halt, oder dass die halt dann auch wirklich, wenn die, was weiß ich, meinen, dass die mich dann mehr oder weniger beim Chef verpetzen, für nichts, einfach weil sie der Meinung sind eben, dass sie es jetzt tun müssen. Ja, so. Manche Leute sind einfach sadistisch. Ja, das ist wie wirklich, ich verstehe das halt null. So. Das sind vor allem die sich halt wirklich für ultra, ultra wichtig halten. Ach, da ist ja sogar eine Silberader, ne? Die hat da Moritz wahrscheinlich markiert. Hab ich noch Platz für Silber? Boah, was könnte ich denn wegwerfen? Meinst du, wir brauchen noch Lederreste? Wahrscheinlich jetzt aktuell nicht, ne? Lass ich die weg. Dann nehme ich jetzt noch ein bisschen Silber mit. Wir haben da ja eine Kiste, ne? Bei dem Portal. Ja, sollte. Ich habe auch jetzt übrigens Kristalle. Ich habe 15 Stück davon. Die gibt's da in den Höhlen, das ist ganz praktisch. Ja. Müssen wir keine Golems töten. Ja, apropos Golem, der kommt auf mich zu. Komm, dann hau ich jetzt ab. Dem ist ein eh halb. Aber dann schieße ich den Drachen da hinten noch ab. Ha, one hit. Es ist immer so befriedigend, wenn du einfach diese Drachen so wegsnipst. Oh, da ist ein Wolf. Da ist auch nochmal ein Wolf. Sieht so aus, als würden die Wölfe den Golem angreifen. Gar keine so schlechte Entwicklung, würde ich sagen. Soll ich Wolfspelz mitnehmen? Ja, nimm mit. Dann tut's nicht. Boah, was werfe ich weg? Muss ich mich entscheiden, lasse ich die Wolfszähne da? Oder das Wolfsfleisch für den Pelz? Komm, ich lasse die Zähne da. Ja, den Pelz brauchen wir, glaube ich, mal eher als die anderen Sachen. Pelz manchmal schon. So. Ah ja, da hat sich der Golem um den Wolf gekümmert. Muss ich nur zurücklaufen? Keine Ahnung, was dann Golems gehören, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Golems, Wölfe und Drachen zu drei unterschiedlichen Gruppen gehören. Naja, die Wölfe greifen die Drachen jetzt nicht an. Die Golems greifen eigentlich beides irgendwie nicht so an. Wobei manchmal, okay, gut, wenn die Drachen den Golem anschießen, dann greift der Golem den Drachen an.
So. Die Wölfe, warum die ab und zu auf den Golem losgehen, weiß ich nicht. Kann aber auch sein, dass der Golem einfach auf alles losgeht, was er sieht. Ne? Das könnte ich mir aber auch vorstellen. Natürlich habe ich mir nicht die Markierungen von Moritz geholt. Muss ich nur gucken, dass ich auf gut Glück das Portal wiederfinde. Schauen, ob ich es sehen kann. Ich meine, ich bin hier in der Nähe vom Portal. Das ist absolut wild. Weil ich hätte ja gesagt, ich sehe es ja, wenn ich da bin. Aber. Oder willst du einmal kurz aufs Portal gehen? Ja. Damit ich dann weiß. Weil Moritz hat das Portal safe wieder nicht markiert, oder? Davon ist auszugehen. Ja. Aber auch sehr wild, dass da gleich die Ebene nebendran ist. Ja, bestimmt singelt von der Ebene. Ja. Darum wollte ich eigentlich einen noch nach einem großen Berg suchen. Weil es gibt ja, wenn du ja ab und zu durch die Gegend fährst, siehst du ja am Horizont immer so einen, immer den Schatten von so einem riesigen Berg. Jede Map hat mindestens einen. Ja, wo die Mutter meistens drauf ist. Und da würde ich dann hinfahren tatsächlich. Weil wir müssen ja eh den, wir müssen ja eh den Stein finden für den Drachen. Ja. Ich bin hier. Nicht lange, weil ich erfriere. Bei mir slidest du noch über die Map. Ich bin hier. Oh, da unten. Ich bin in eine ganz andere Richtung gelaufen. Okay. Dann fängst du mal, so viel Leben habe ich nicht mehr. Ja, kein Problem. Du kannst ja wieder. Ich weiß es ungefähr, ich weiß in welche Richtung ich muss. Das ist immer witzig, wie man da so über die, wenn du dich teleportierst, wie du einfach über die Maps leidest, so. Ach ja. Ah, jetzt wird Nacht. Das ist ein Wolf. Nein! Oh, falsche Taste. Oh nein, da ist ein Fenwick. Ah. Ich mag die nicht. Au. Fuck. Gar nichts gedroppt. Schade. Schade. Ah, da ist das Portal. Ich weiß nicht, also man hätte das Portal nicht besser hinstellen können. Kann ich hier eigentlich die Sachen reparieren? Ja, kann auch reparieren. Muss ich einmal nochmal zurückgehen, um zu gucken, ob ich mal, ob meine Markierung richtig gesetzt ist. Weil dann kann ich das noch, dann verewige ich das noch schnell, damit man das auch abrufen kann. Ah, war ich knapp daneben. So, und dann können wir aufhören.
Morgen habe ich Frühschicht, da kann ich dann wenigstens früher online kommen. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Walheim. Oh ja, der Ultra, der Schneesturm hier, jetzt nicht mehr. Verdient der. So, habe ich jetzt die vom. Ich habe die Dings aber von Moritz nicht mit dabei. Bin ich weird. Ist entweder der Moritz wirklich nichts markiert oder ich habe seine Markierungen nicht mit dabei. Ja, Mama war im Gebirge. Bei ihm, also das weiß ich auch nicht genau. Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt auf jeden Fall meine Sachen mal mit hingemacht. Und dann war's das.